Wir kommen damit zum letzten Tagesordnungspunkt, Fähre zwischen Pieschen und dem Ostragehege. Es hat das Wort der Einreicher, die SPD-Fraktion, Herr Drews. Bitte sehr. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen Stadträte, ich freue mich, dass wir gleich über das zweite ÖPNV-Projekt für Pieschen auch heute diskutieren und beschließen können, wobei dieses Projekt natürlich nicht bloß ein ÖPNV-Projekt für Pieschen, sondern natürlich auch für das Ostragehege ist. Und ich glaube, wir sind uns alle einig und auch mit den Menschen in Pieschen und in der Altstadt oder im Ortsamtsgebiet Altstadt, dass eine zumindest irgendwie geartete Querung zwischen dem Pieschen und dem Ostragehege eigentlich eine ganz sinnvolle Sache wäre. Weil wenn wir uns die Situation da vor Ort mal anschauen, dann haben wir auf der einen Seite den Ortsamtsbereich Pieschen, ein wachsendes Gebiet, ein sehr dicht besiedeltes Gebiet, ein Wohnort für viele tausend Menschen. Und auf der anderen Seite das Ostragehege, eine große Grünfläche, die zur Naherholung dienen könnte, ein wachsendes sportliches Zentrum. Das war ja heute auch schon mal ganz kurz angesprochen vom Oberbürgermeister mit dem beispielsweise neu entstehenden Dynamo-Trainingsgelände, aber auch mit der neu entstehenden Handballhalle, ein durchaus wachsendes sportliches Zentrum. Wir haben die Messe auf der Seite des Ostrageheges, die wir gern alle gemeinsam mehr beleben möchten. Und wir haben auch im Ostragehege die Sportschulen, zu denen auch die Schülerinnen und Schüler kommen müssen. Und wir glauben, dass eine Querung und eine Verbindung dieser beiden Teile der Stadt durchaus beiden Seiten der Elbe etwas bringen kann. Es ist ja auch so, dass es ein nachgewiesenes Grünflächendefizit im Bereich von Pieschen gibt, wo man und mit der Fähre oder mit einer Querung könnte man die Grünflächen im Ostragehege wesentlich besser und schneller für die Menschen erschließen. Die meisten werden auch wissen, dass bis in der Vergangenheit, bis zum Jahr 1995, genau an dieser Stelle am Pieschener Winkel, am Ballhaus Watzke, schon mal eine Fährverbindung zwischen Pieschen und dem Ostragehege existiert hat. Die ist dann 1995 eingestellt worden und seitdem hat es schon mehrmals Debatten darum gegeben, diese Verbindung wiederzubeleben, mal als Fähre, mal als Brücke. Und das, was wir da zuletzt bekommen haben, war eine Variantenuntersuchung der Stadtverwaltung, wo an unterschiedlichen Standorten sowohl Brückenvarianten als auch Fährvarianten mal untersucht wurden. Und das Ergebnis dieser Variantenuntersuchung war eigentlich ziemlich klar, nämlich dass das realistischste und sinnvollste eigentlich eine Fähre wäre, vor allen Dingen aus Kostenerwägungen die günstigste Brücke nur für Fahrer und Fußgänger geeignet wäre, bekämen wir ab ca. 10 bis 12 Millionen Investitionskosten. Bei der Fähre sind wir mit etwa 1,7 Millionen Investitionskosten dabei, was natürlich schon ein deutlicher Unterschied ist. Natürlich kommen bei der Fähre noch Kosten für die Instandhaltung und Betreibung dazu in Höhe von 180.000 Euro pro Jahr. Aber wenn ich mir den Investitionskostenunterschied anschaue zwischen Brücke und Fähre, kann ich schon eine Weile Fähre fahren, bis ich auf dem Wert bin, den ich für die Brücke hätte bezahlen müssen. Letztendlich gibt es, glaube ich, viele gute Gründe, die für eine Fähre sprechen, aber nichtsdestotrotz brauchen wir trotz auch des Variantenvergleichs noch bis zur Realisierung weitere Punkte, die für die Einrichtung einer solchen Fähre geprüft werden müssten. Und genau das ist das, was wir auch mit diesem Antrag vorhaben und genau das ist das, was wir hier beantragen. Zum einen, wir haben natürlich mit dem Elbraum ein durchaus auch zu Recht aus naturschutzfachlicher Sicht geschützten Raum, wo geprüft werden muss, wie das miteinander vereinbart werden kann. Wir haben die Fragen von Hochwasserschutzauflagen, die geprüft werden müssen, wenn wir dort eine Fähre einrichten wollen. Und wir müssen natürlich auch nochmal genauer eruieren, wie denn eigentlich Nutzungspotenziale von so einer Fähre sind. Die aktuellsten Zahlen, die wir dazu im Moment haben, die uns auch von der Stadtverwaltung zur Verfügung gestellt wurden, sind aus 2011. Die sind auch nur für ein Betriebszeitenmodell. Deswegen haben wir im Antrag gesagt, man kann sich ja durchaus unterschiedliche Betriebszeitenmodelle vorstellen, dass am Wochenende die Frequenz wahrscheinlich höher sein sollte, weil es mehr Leute nutzen und vielleicht in den Berufsverkehrszeiten vormittags und nachmittags, aber über den Tag selber vielleicht auch ein bisschen weniger Fähre gefahren werden würde und dementsprechend auch ein bisschen weniger Betreibungskosten anfallen könnten. Das wollen wir mal untersuchen lassen, genauso wie die Kosten für Investitionen und Betreibung, da diese Daten auch nicht mehr ganz aktuell sind. Und ich glaube, die beiden
einstimmigen Ortsbeiratsvoten sowohl aus Pieschen als auch aus der Altstadt haben durchaus gezeigt, dass das ein Thema ist, das die Leute gern wollen, die dort wohnen. Und ich fände es schön, wenn wir hier alle gemeinsam auch ein Zeichen setzen, dass wir dieser Sache einen Schritt näher kommen. Vielen Dank. Vielen Dank. Es gibt einen Änderungsantrag, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Herr Lichti, bringen Sie ihn ein? Wir sind in der Debatte, aber okay. Dann. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, auch die Grünen wünschen sich und auch bis zum heutigen Tage und schon seit Langem eine Fähre in Pieschen. So ist das. Ich erinnere daran, dass die heutige Umweltbürgermeisterin im Jahre 2010, wie viele Fraktionen vor ihr und viele Fraktionen nach ihr, die Initiative dazu ergriffen hat. Das hat immerhin dazu geführt, dass der Probebetrieb zum Evangelischen Kirchentag dort eingerichtet wurde, der uns auch ein paar Hinweise über die Wirtschaftlichkeit und über die Nutzung dieser Fähre gegeben hat. Nur es ist eben wie in dem eben erörterten Pieschener Thema, es reicht halt eben nicht, das Gute zu wollen und sich die Augen davor zuzuhalten, wie die Schwierigkeiten sind. Und hier wird ein Prüfauftrag gemacht und wird ja so getan, als ob sowohl im Umweltausschuss als auch im Bauausschuss dazu keine Aussagen seitens der Verwaltung getätigt worden seien. Diese Aussagen sind in großer Ausführlichkeit und Klarheit gegeben worden. Und auch wenn wir das jetzt beschließen, was wohl zu erwarten ist, wird das Ergebnis sich nicht verändern. Deswegen erlaube ich mir einfach mal, die Ergebnisse mal vorzutragen hier. Ne? Das ist vielleicht auch interessant. Also, es ist leider nicht mehr so leicht wie im Jahre 2011, weil die DVB mittlerweile das Boot verkauft hat. Das heißt, wir müssen ein neues Boot anschaffen, Kostenpunkt wahrscheinlich 350.000 bis 400.000 Euro, so, bevor so ein einziges Mal gefahren ist. Leider ist auch der Anleger weg, müssen wir wieder neu einrichten. Okay, kann man sagen, es sind Einmalkosten, ist in Ordnung. Dann hat der Ortsbeirat Pieschen zu Recht gesagt, möchte aber auch ein barrierefreier Zugang sein. Wenn es also jetzt dann an der steilen Stelle unterhalb von Watzke ist, gut, wird dann sportlich, dort eine barrierefreie Geschichte herzustellen, kann man sagen, okay, wir machen es dann Richtung Molenbrücke oder ein bisschen woanders, dann können wir es vielleicht etwas billiger gestalten. Was ich nur sagen will, Probleme, mehr Kosten. Die Umweltbürgermeisterin hat sogar signalisiert, dass dem wahrscheinlich einer Fähre keine unüberwindlichen naturschutzfachlichen Bedenken entgegenstehen. Also da sehen Sie, es ist also mitnichten so, dass es von der Verwaltung dieses Projekt blockiert werden würde. Aber die objektiven Schwierigkeiten sind einfach immens. Es sind auch Aussagen getroffen worden zur wahrscheinlichen Belegung und zu den wahrscheinlichen Miesen, die wir machen. Die DVB hat gesagt, wahrscheinlich wäre das nach ihrer Einschätzung zu vergleichen mit der Fähre Niederpeuritz-Laubegast. Die hat ungefähr 140 Fahrgäste am Tag und fährt so schlappe 180.000 Euro Miese im Jahr ein. Da kann man natürlich sagen, okay, die nehmen wir jetzt gerne in die Hand. So, und jetzt komme ich wieder, mache ich jetzt wieder den Spielverderber und sage, okay, dann sagen wir jetzt als Stadtrat, der uns der schöne Stadtteil Pieschen sehr am Herzen liegt, das machen wir. Wir kaufen ein Boot für 400.000, wir tun für eine halbe Million den Anleger machen und wir stellen auch 180.000 Euro pro Jahr ein. Da komme ich dann mal auf eine Million. So. Und dann sage ich, was sage ich dann eigentlich jemandem, der, ich weiß nicht wo, sonst am Elbelauf in der Stadt Dresden, auch so eine schöne Fähre gerne hätte? Wie begründe ich das? So. Und wenn ich nicht sage, ich mache hier Klientelpolitik, dann muss ich das begründen. Mir fällt keine Begründung ein, außer dass ich gerne in Pieschen eine Fähre hätte. Nur dann sage ich mal, wenn man verantwortliche Politik macht, dann reicht es meines Erachtens nicht aus. Wir haben einen Änderungsantrag verfasst als Grüne und haben dort zwei Punkte vorgeschlagen. Der eine Punkt, der uns wirklich sehr ärgert, die SPD hat zu Recht, Herr Drews hat sich auch so eingeführt, gesagt, die Brückendebatten sind eigentlich alle ausgestanden, die sind alle weg, sind zu Tode geprüft worden, man weiß es, da wird keine Brücke mehr kommen. So, und dann sagt er, ja, dann lasst uns überlegen, ob eine Fähre ist. Das ist ein sinnreicher Ansatz, ja, so kann man das machen. Aber dass dann über die Hintertüre, über das Votum des Ortsbeirats Neustadt wieder gesagt wird, es sollen Synergieeffekte mit einer Brücke geprüft werden, das erschließt sich mir nicht und ich glaube, das kann sich nicht erschließen. Also, das können wir auf keinen Fall machen. Einerseits die Fähre und andererseits dann noch eine Brücke zu fordern, das geht gar nicht. Ich sage mal, das Hausnummer Brücke 10 bis 12 Millionen Euro.
Also bitte, auch die Befürworter von der Fähre, bitte streichen Sie diese Brücke aus dem Antrag. Jetzt ist es uns natürlich wirklich lieb und wert, wenn dort Fähren fahren würden. Und wir wissen, wie ich es dargestellt habe, so kann es nicht gehen. Dann lasst uns doch mal versuchen, ob wir einen neuen Weg finden und sagen, lasst uns mal versuchen, ein touristisches Produkt zu schnüren, zu entwickeln, was ein Elbe-Längsverkehr anbietet. Beispielsweise von Pillnitz über Laubegast, über die schönen Orte, über das Blaue Wunder, wo man dann vielleicht aussteigen kann, schön im Biergarten gehen kann, wo man dann zu den Elbschlössern gehen kann, wo man in Fährgarten Johannstadt gehen kann, wo man die ganzen touristischen Highlights von Dresden auch vom Wasser aus genießen kann, erleben kann. Das ist ja sicher ein Alleinstellungsmerkmal, die Weiße Flotte, ja, die Weiße Flotte. Bloß die Weiße Flotte ist, ja, ich weiß, das Argument kommt, nur ich bin nicht so sehr überzeugt über die Angebote der Weißen Flotte, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Und der Unterschied dort ist, dass die ja diese großen Boote nehmen. Also lasst kommen uns Sie mal bitte zu einem Ende, Herr Lichter. Lasst uns mal überlegen, ob es nicht möglich ist, im Verein mit der Tourismuswirtschaft, vielleicht unter Federführung der Tourismusbürgermeisterin, hier tatsächlich ein Produkt zu entwickeln. Ich weiß, es ist schwierig. Ich glaube, für den Tourismusstandort Dresden wäre es ein tolles Angebot. Es wäre auch ein neues Angebot. Und es hat dann vielleicht die Chance, tatsächlich wieder etwas Fährverkehr auch von Ufer zu Ufer wenigstens zu sichern und vielleicht auch neu einzurichten. Deswegen bitte ich um Zustimmung zu unserem Änderungsantrag. Vielen Dank. In der Fraktionsrunde FDP, Freie Bürger, wie ich das Wort gewünscht. AfD-Fraktion, CDU-Fraktion, Herr Böhm. Ja, es wurde ja nicht schon viel gesagt dazu. Bekanntermaßen war es ja schon bereits seit Jahren das Ziel der CDU, den Stadtteil Pieschen mit dem Ostra-Gelände zu verbinden. Uns ist da immer, hat da immer eine Brücke vorgeschwebt, die derzeit nach den bisherigen Ergebnissen, die wir haben, offensichtlich deutlich teurer ist als eine Fähre. Deswegen liegt uns trotzdem die Anbindung am Herzen. Wir werden deswegen den Antrag der SPD unterstützen. Wir werden allerdings trotzdem darauf dringen, dass weiterhin das Thema Brücke im Gespräch bleibt und also auch den Ergänzungsantrag der Grünen in dem Punkt ablehnen. Und möchten an der Stelle nochmal zu der barrierefreien Lösung was sagen. Es ist natürlich nicht so, dass der Ortsbeirat Pieschen eine barrierefreie Lösung gefordert hat, sondern Wir haben angeregt, dass zu prüfen sei, dass so weit wie möglich eine Barrierefreiheit geprüft werden sollte. Wohl wissend darum, dass es wahrscheinlich schwierig sein wird, aber es gibt andere Möglichkeiten. Kollege Lichti hat es gerade angeführt, möglicherweise dort von der Mullenbrücke oder so. Das ist die Intention der ganzen Geschichte. Wie gesagt, wir unterstützen das Anliegen, wollen aber die Brücke nicht aus dem Auge verlieren, weil wir sie als sehr wichtig und vielleicht auch, sage ich mal, zukunftsorientierter sehen. In der Fraktionsrunde Herr Schulte-Wissermann. Sehr geehrter erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Licht, die Schwierigkeiten sind zum Überwinden da. Es ist natürlich so, dass manches schwierig ist und dann muss man halt nach Lösungen suchen. Und es ist natürlich auch so, dass manches Geld kostet. Wir haben heute durch Herrn Hilbert gehört am Anfang, dass unser Etat pro Jahr jetzt auf 1,6 Milliarden wächst. Gleichzeitig stagniert aber der Anteil, den wir quasi quersubventionieren in die DVB. Wir wachsen 20% mehr Leute. Da passt irgendwas nicht zusammen. Wir müssen also gucken, dass wir die Angebote ausweiten und das wird natürlich auch Geld kosten. So, und da muss man wahrscheinlich manchmal auch bei der DVB ein bisschen schubsen. Die DVB rechnet natürlich, das Wichtigste ist, dass sie nicht mit einem Defizit rausgehen. Aber wir haben hier noch den politischen Auftrag, Impulse zu setzen, Sachen zu entscheiden, Sachen anzustoßen. Ja, und genauso wie mit dem Quartierbus eben hier die Fähre
quasi wieder mit Leben einzuhauchen, zu prüfen, ob es geht, wie teuer es ist und uns dann zu überlegen, in ein, zwei Jahren, dass sie dann auch tatsächlich fährt. Weil eins ist klar, also wenn ich mir die Entwicklung in Pieschen angucke, wenn ich mir die Ziele angucke, die ganz viele von uns hier haben, für das Gebiet Ostragehege, für die Messe, für die Australe, für die Sportanlagen dort, wenn ich das einfach mal zusammenzähle, Pieschen, Drachenberge und die andere Elbseite, ja, dann bin ich mal ganz selbstbewusst, eine Fähre wird kommen und eine Brücke wird auch kommen, ist klar, es muss so sein. Ja, weil dieser Zustand wird nicht ewig haltbar sein, wenn man durch Pieschen geht und die Leute fragt, oh, wie würdest du eine Fähre oder eine Brücke finden? Die Augen leuchten. Ja? Also die Leute sagen, boah, das wäre aber schön, jetzt muss ich nicht mehr mit der Zehen außen rum, sondern ich könnte geradeaus. So, das ist zumindest meine Wahrnehmung. Und von daher bitte ich einfach um Zustimmung zu dem Antrag, so wie er war, bei den Grünen. Das mit dem Verkehrstaxi da, das kann man ja noch mit zustimmen, ist eine Prüfung, tut nie weh. Ist allerdings natürlich was völlig anderes. Ja, der Antrag geht um eine Fährverbindung A, B, A, B, A, B. Und jetzt haben wir halt hier irgendwie ein touristisches Angebot von so. Ja, aber das kann man gerne prüfen. Das mit der Brücke lassen wir drin, das hat der Ortsbeirat quasi einstimmig beschlossen. Und dann machen wir das jetzt so. Das ist das letzte Tagesordnungspunkt und damit dann wünsche ich allen einen schönen Feierabend. Danke. Ich habe jetzt noch drei Redner auf der Liste, Herrn Blümel, Herrn Krien, Herrn Genschmer. Herr Blümel, übernehmen Sie das Schlusswort dann? Oder? Nee, Sie wollen vorher nochmal. Gut. Bitte. Ich möchte nur auf den Kollegen Lichti kurz eingehen, auf die Argumente, die da vorgebracht wurden. Wenn ich dem folgen würde, dass hier ein Angebot für den öffentlichen Nahverkehr geschaffen wird und die Investition natürlich Geld kostet und dann auch der Betrieb Geld kostet, dann dürfte ich keine Stadtbahn 2020 bauen, weil da habe ich ein bestehendes Angebot. Da wollen wir über 200 Millionen investieren, um ein bestehendes Angebot besser zu machen und haben dann natürlich auch Investitionskosten, die deutlich über dem liegen, was wir in 20 Jahren Betrieb mit dem Bus hätten. So, also dieser Logik kann ich nie folgen, wenn die Grünen auf der einen Seite der Meinung sind, dass die Stadtbahn 2020 vernünftig ist, dann bei so einem Projekt zu sagen, die Investitionskosten sind uns zu hoch. Und zum Thema Gondel und ein touristisches Angebot, ist eine tolle Idee, hat aber mit dem Antrag nichts zu tun. Weil hier geht es darum, dass ich sozusagen eine regelmäßige Querung zwischen Pieschen und dem Ostragehege herstellen möchte. Und wenn man eine Gondelfähre einsetzen würde, dann kommt die vielleicht alle 3 Stunden dort vorbei. Dann habe ich aber überhaupt nie den Zweck erfüllt dessen, dass ich da regelmäßig im Linientakt von links nach rechts fahren möchte. Also ich empfehle den Grünen, macht einen eigenen Antrag daraus. Dann finde ich, kann man dem sicherlich als Prüfauftrag auch zustimmen. Dann hat man vielleicht auch noch mal mehr Presse für das Thema. Aber hier passt es eigentlich gar nicht hin. Hier geht es um was völlig anderes. Deswegen würde ich meiner Fraktion empfehlen, dem nicht zuzustimmen. Nächster Redner, Herr Krien. Ja, meine Damen und Herren, ich habe den Antrag mit dem Wasserbauingenieur besprochen, ein bisschen älter noch als ich, und dann auf einmal kam dann ein Sprut, was er mir so alles erzählte, und er sagte, ja, also Wege, die das Wasser sich historisch gebahnt haben, die sind unheimlich unveränderlich, die sind ganz stabil. Weißt du denn, warum der Hauptbahnhof geflutet worden ist 2002? Ja, weil das der alte Weißeritzlauf war. Und warum wurde die Reichsstraße geflutet? Ja, weil das der alte Lockwitzlauf war. Und dann kam er dazu und erzählte mir, warum dort eine Fähre war früher. Sagt er, musst du mal gucken, Löffler, das alte Dresden, steht das drinne. Das ist schon im Mittelalter benutzt worden, das war nämlich eine Furt. Und er sagt, was unsere Urvorfahren damals dort als Furt genutzt haben, das ist sicherlich altes Wissen, was irgendwo verschwindet gegangen ist. Denn er sagt, wenn das dort über Jahre, Jahrhunderte lang als Furt genutzt worden ist, kann man darauf schließen, dass es die beste Stelle war. Und es ist also die beste Stelle, das hat nämlich nicht unbedingt was mit der Breite zu tun, sondern auch, ob das dort mal gerade steiler oder flacher ist. Und damit, Herr Lichti, komme ich auf Ihre Frage zu dem Argument, warum gerade dort? Weil sich möglicherweise dort die Betriebskosten für die Fähre am geringsten halten im Vergleich zu irgendeinem anderen Punkt, wo wir das machen würden, weil eben dort
die Strömung scheinbar am geringsten ist. Das ist historisches Wissen, können Sie, wie gesagt, nachlesen in Löffler, das alte Dresden. Ich bin also dort, ich kenne die Fähre auch noch und ich bin noch mal übers Eis gelaufen, so mit 62, 63 war das zugefroren, da hatten sie dann dort gestreut, da kassierten die also auch ihre 10 Pfennig Ost ab darüber. Barrierefrei. Wer unter den, die mindestens mein Alter sind, sich noch an die Wagen der Kriegsversehrten erinnert. Das waren also riesige dreieckige Karren, dreirädrig. Und die habe ich also auch auf der Fähre als in Erinnerung. Warum sind die früher auch darunter gekommen? Also das kann doch nicht sein, dass es heute, wo ja du die ganzen Sachen ein bisschen moderner geworden sind. Ich kann mich also jedenfalls noch daran erinnern, dass also auf der Fähre auch solche Sachen waren. Dampfer, ja, zum Dampfer, Prüfauftrag, okay, die Idee zur weißen Konkurrenz, zur weißen Flotte ist eine Frage, die man eben genau prüfen muss. Eine gute Idee wäre es schon. Also jedenfalls, wir stimmen dem Antrag insgesamt zu, dem Fährenantrag gerne und diesem Prüfauftrag bezüglich der Längsquerung. Ja, okay, machen wir mit. Danke. Herr Genschmer. Ich will es ganz kurz machen. Auch wir werden dem Antrag, der sinnhaft ist, der eigentlich hätte schon in den letzten Jahren realisiert werden müssen, natürlich zu. Für uns ist es aber auch wichtig, nochmal diesen, ich sag mal, Ansatz vom Ortsbeirat Pieschen mit aufzunehmen, dort eine Barrierefreiheit zu schaffen und das ernsthaft zu prüfen. Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, dass es in der heutigen Zeit eine Barrierefreiheit geben muss. Wir haben einen Behindertenbeirat und wenn wir heute eine Fähre einrichten und sowas nicht mehr machen würden, irgendwo könnten wir dann diesen Beirat auflösen. Und selbstverständlich, wenn wir davon reden, dass wir die Friedrichstadt, das Ostragehege beleben wollen, werden gerade bei Veranstaltungen die Kinder aus der Sportschule diese Fähre sehr intensiv nutzen, aber nichtsdestotrotz werden wir nicht drum rumkommen, wenn wir das Ostragehege erweitern wollen, dort mal über ein langfristiges Projekt wie in der Fähre zu diskutieren. Und Herr Lichti, Sie sprachen vor uns gerade das Geld an. Wir hatten vor uns im nicht öffentlichen Teil eine Diskussion um Geld. Dort waren ganz wenig Nutzer, dort ging es um sehr, sehr viel Geld. Da reden wir um 4 Jahre, da können wir so eine Brücke bauen. Wie gesagt, wir Stadträte sollten überlegen, für was wir das Geld ausgeben, auch wenn es ressortübergreifend ist. Das Geld können wir nur einmal ausgeben und so eine Fähre ist sinnhaft. Die können alle nutzen, die können Kinder nutzen, die sollen Behinderte nutzen und genauso Rentner. Herr Lichti. Ich muss auf den Kollegen Blümel eingehen, weil so kann man das nicht stehen lassen. Ja, jede Verkehrsinfrastruktur kostet Geld und es ist auch richtig, dass wir die Mobilität gewährleisten. Allerdings gibt es da ein Zauberwort, der heißt Kosten-Nutzen-Faktor. Das ist auch ein rechtlicher Gesichtspunkt. Und ich sage es Ihnen einfach mal, Herr Kollege Blümel, die Landeshauptstadt Dresden wird für die Unilinie, also diese Straßenbahnlinie bis zum Haltepunkt Pieschen, Eigenmittel in Höhe von ungefähr 4 Millionen Euro einsetzen müssen. Der Rest ist Fördermittel. Das ist für uns ein riesengutes Geschäft. Und damit werden wir, ich weiß es nicht genau, aber Tausende, wenn nicht also deutlich über 10.000 Fahrgäste pro Tag befördern. Wir setzen hier bei der Fähre, ich habe jetzt mal so roundabout gesagt, mal locker 1 Million ein, dass das mal überhaupt funktioniert und ein voraussichtliches Defizit von deutlich über 100.000 Euro. So, und dafür befördern wir vielleicht 100 Fahrgäste am Tag. Und dann sage ich mal, da ist der Kosten-Nutzen-Faktor eindeutig. Und wenn Sie jetzt tatsächlich dieses wichtigste Infrastrukturprojekt im Mobilitätsbereich, nämlich die Stadtbahn, jetzt tatsächlich vergleichen, einen Rahmen stellen mit diesem Fährenprojekt, dann haben Sie die Dimensionen und die Bedeutung von Verkehrs- und Mobilitätspolitik also wirklich grundhaft verkannt. Herr Engemeier. Genau, ich habe nur eine kurze Frage, weil ja jetzt von verschiedenen Rednern irgendwie aufgeworfen wurde, ob jetzt diese Ergänzung mit Canale Grande irgendwie was mit dem eigentlichen Beschlussvorschlag zu tun hat. Und bevor wir da irgendwie dann in formale Hudeleien kommen, würde ich sozusagen gern wissen, wie Sie sozusagen das sehen. Also weil nicht, dass dann später Klagen aufkommen, hatte nichts damit zu tun und hätte gar nicht abgestimmt werden dürfen oder Ähnliches. Genau, bevor wir da sozusagen in Unsicherheit kommen, ansonsten habe ich da... Also punktweise Abstimmung ist beantragt. Ansonsten
ist dieser Ergänzungspunkt zwar, wie vorgetragen, nicht unbedingt in der Intention des einen Antragstellers, aber er ist nicht so weit vom Thema entfernt, als dass man jetzt ganz schwere rechtliche Bedenken hätte an der Stelle unbedingt. Zumal es ja um eine Prüfung geht an der Stelle und eine Prüfung ja noch nicht auf die Setzung unmittelbarer Rechtsfolgen gerichtet ist. Und wenn jemand eine Idee für eine verkehrliche Lösung vorschlägt und jemand hat eine andere Idee, fände ich es etwas beckmesserisch, jetzt zu sagen, diese Prüfung, die man im weiteren Sinne als Verkehrslösung auf der Bundeswasserstraße Elbe, ob jetzt in der Längsbewegung, in der Querbewegung, ist zwar räumlich etwas anderes, aber ganz grundsätzlich würde ich das jetzt nicht unbedingt sagen. Weiß nicht, Herr Kollege Dr. Lames, dazu, ob es... Im Übrigen würden wir im Nachgang die rechtliche Zulässigkeit auch noch zu prüfen haben, sollte der Antrag beschlossen werden. Gut. Dann nach Herrn Engermeier, Herr Scheubach. Ja, da möchte ich gern noch einmal nachfragen, denn der Verhandlungsgegenstand lautet ja Fähre zwischen Pieschen und dem Ostragehege. Der Verhandlungsgegenstand ist ja damit klar eingegrenzt. Ja, und ich möchte einfach hier nur, dass wir Fehler vermeiden und jetzt hier keine Beschlüsse fassen, die unter Umständen auf Anträgen beruhen, die nicht zulässig sein könnten. Deshalb bitte ich Sie dann nochmal ausdrücklich dann um Klarstellung. Dann müssen wir es heute vertagen. Deshalb bitte ich Sie ausdrücklich nochmal um Klarstellung, inwieweit denn der Änderungsantrag der Fraktion der Grünen hier tatsächlich von diesem Verhandlungsgegenstand. Hören Sie mir zu oder können Sie Stereo? Ich kann das nicht. Also. Gut, dann warte ich so lange. Ich finde das etwas unhöflich. Der Inhalt, der von Ihnen kommt, der ist auch unhöflich. Gut. Ob denn dieser Verhandlungsgegenstand, der hier von der Fraktion der Grünen jetzt vorgetragen worden ist, entsprechend umfasst ist von dem Verhandlungsgegenstand des Tagesordnungspunktes 17. Herr Lichti. Als Einreicher möchte ich doch dann dazu auffordern, auch den Beschlusstext, den wir vorgeschlagen haben, zu lesen. Dort steht drin, wird mit der Prüfung beauftragt, ob in Zusammenhang, bla bla, ein kostendeckender Betrieb der Fähre, damit ist gemeint, bezüglich nämlich die Fähre, die dort hier vorgeschlagen ist, also hier in Pieschen, als Teil eines Gesamtstellentourismus und so weiter anzubieten. So, damit ist aus meiner Sicht völlig eindeutig klargestellt, dass der Änderungsantrag darauf zielt, diese Fähre in Pieschen, wie gefordert, zum Antrag zu ermöglichen, indem man ihn in ein größeres Querkonzept einbindet. Meines Erachtens geht es aus dem Sachzusammenhang und auch aus dem Wortlaut eindeutig hervor. Herr Thiele. Also da sich hier offensichtlich kaum jemand auskennt, bei Schiffslängsverkehr auf Gewässern erster Ordnung sind ganz andere rechtliche und genehmigungsrechtliche Maßstäbe anzusetzen als bei Querverkehr. Das haben hier offenbar die Grünen übersehen, Herr Lichtig. Ich bin da ein bisschen enttäuscht. Sie sind Jurist, Sie kennen sich eigentlich damit viel besser aus. Ich würde eindringlich davor warnen, hier diesen Aspekt mit dem Antrag in Verbindung zu bringen. Wenn, dann sollte das extra abgestimmt werden, damit wir hier tatsächlich keine Fehler machen. Denn wenn man es miteinander in Verbindung bringt, wird es, glaube ich, eine unlösbare Aufgabe für die Stadtverwaltung und endet einfach nur in einem Chaos. Herr Lichti, Sie dürfen leider nicht mehr. Sie, also es ist relativ offensichtlich, dass zurzeit hier zwei Fragen in der Diskussion sind. Die eine ist relativ einfach zu beantworten, nämlich durch die Abstimmung, was Sie inhaltlich beauftragen wollen. Die zweite Frage ist von Herrn Engelmeier und Herrn Scholbach diskutiert, ob dieser Antrag rechtlich zulässig ist. Dieser Antrag ist heute hier eingegangen. Insofern werden wir als Stadtverwaltung keine abschließende rechtliche Würdigung dafür abgeben. Kollege Dr. Lames hatte darauf hingewiesen, dass wir ja die Möglichkeit haben, die rechtliche Prüfung innerhalb der zulässigen Frist noch nachzuholen an der Stelle. Genau, eine rechtliche Prüfung würde natürlich nur stattfinden, wenn im Antrag stattgegeben wird. Ich habe jetzt Herrn Avenaris. Also, ich muss gestehen, ich bin jetzt doch nach einigen Argumenten, die vorgetragen wurden, von den verschiedenen Seiten ins Grübeln gekommen.
Als Vertreter der Antragstellerfraktion würde ich wirklich darum bitten, jetzt hier keine Risiken einzugehen, die dann Folgen haben, die wir alle nicht wollen. Es ist ja offenbar, dass die Mehrheit in dem Rat den Antrag unterstützt. Und von daher muss ich jetzt auch sagen, politisch leuchtet mir das ein, was Herr Lichti vorgeschlagen hat. Er will, dass es in das Konzept oder er will eine Prüfung, dass es in das Konzept eingebaut werden kann. Aber rechtlich, denke ich, sollten wir jetzt mal tief durchatmen und uns überlegen, ob wir uns hier nicht Fehler einbauen, die wir vermeiden sollten. Das würde heißen, Sie beantragen die Vertagung? Nein, nicht von unserem Antrag. Ich würde den Grünen gerne signalisieren, dass man, also so wie es der Kollege Blümel getan hat, wenn ein Antrag kommt, in dem gebeten wird, zu dem Kanal Grande ein Konzept zu erstellen, dann stehen wir da dahinter, weil wir wollten jetzt den Zusatz eigentlich im ersten Überschwang auch mittragen. Aber wenn dadurch jetzt unser Antrag entstellt wird, dann sollten wir es vermeiden. Deswegen würde ich an die Grünen zu bedenken geben, ob man nicht den Antrag zurücknimmt. Und ansonsten, denke ich, sollte man ihm nicht zustimmen, einfach wegen der rechtlichen Risiken, die damit verbunden sind. Gut, ich sehe jetzt kein Zurücknehmen des Antrags der Grünen. Es gibt also jetzt genau zwei Varianten. Entweder wir stimmen, gehen ins Abstimmungsverfahren und würden als erstes den Änderungsantrag in den beiden einzelnen Punkten getrennt abstimmen, dann die Schlussabstimmung. Oder aber es wird doch ein Geschäftsordnungsantrag auf Vertagung gestellt, wo man die Frage dann bis zur nächsten Sitzung sieht. Herr Lichti stellt einen Geschäftsordnungsantrag. Ich stelle den Antrag zur Geschäftsordnung, den Antrag zu vertagen. Gibt es Gegenrede dazu? Formal, gut. Ja, dann bitte ich Sie ums Handzeichen, wenn Sie für die Vertagung stimmen. Gegenstimmen, das ist eindeutig die Mehrheit, also Vertagung ist abgelehnt. Damit treten wir in das Abstimmungsverfahren ein und bei dem Änderungsantrag zunächst den Beschlusspunkt 1, der hier auf sich den Beschlusspunkt 5 bezieht. Wenn Sie dem ersten Änderungsvorschlag zustimmen, bitte ich Sie ums Handzeichen. Hallo, Herr Lichti. Gegenstimmen? Das ist eine klare Mehrheit, ist damit abgelehnt. Den zweiten Punkt, Ergänzung in Punkt 3, wenn Sie dem zustimmen, bitte ich Sie ums Handzeichen. Ja. Gegenstimmen? Das ist ebenfalls eine klare Mehrheit, der Änderungsantrag damit abgelehnt, damit die rechtliche Problematik nicht mehr virulent. Und ich komme zur Abstimmung des Antrags in der Form des federführenden Ausschusses. Bitte Sie ums Handzeichen, wenn Sie dem zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltung? Das ist mit 52 Ja-Stimmen ohne Gegenstimme bei 10 Enthaltungen so bestätigt. Damit haben wir die Tagesordnung abgearbeitet. Ich bedanke mich, wünsche einen guten Heimweg und einen schönen Tag morgen.